Kann man Insoy nur als Kind spielen? Diesen Test habe ich mich gewagt, auf euren Wunsch hin, und habe mir eine Familie bei Insoy rausgesucht, wo ich einfach nur aktiv das Kind gespielt habe. So sind wir bei der Familie Kim gelandet, einem Vater mit zwei Kindern. Und ich habe am Anfang zwischen den beiden Kindern hin und her gewechselt. Und habe dann später nur aktiv mit dem Mädchen gespielt. Vorweg, ich würde mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam noch mein Ziel dieses Jahr erreichen. Ich möchte unbedingt die 15.000 Abonnenten erreichen. Mir hilft es, meine selbstständige Arbeit weiterzuführen. Und ihr könnt durch dieses kleine kostenlose Abo keine weiteren kreativen Videos verpassen. Eine Win-Win-Situation quasi. Ja, ich habe dann aktiv mit dem Mädchen gespielt und wir sind erstmal morgens zur Schule gegangen. Was ich erst total süß finde, dass die Kinder in ihrem Pyjama loslaufen zur Schule. Oh, wie gerne hätte ich damals auch, ja, wie gerne wäre ich auch damals mit dem Pyjama zur Schule gegangen, ohne dass irgendjemand was gesagt hat. Wobei sie dann, sobald sie das Haus verlassen haben, ihre normale Schulkleidung angehabt haben. Es schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch manchmal euch abends vorm Schlafen gehen schon eure Schulklamotten angezogen habt, damit ihr am nächsten Tag ein bisschen länger schlafen könnt. Ob ich das gemacht habe? Nein, war nur so eine kreative Idee. Was ich total süß fand, du kommst an dieser Schule an und die Schule ist eine der wenigen Rabbit Holes im Spiel. Aber vor der Schule sitzt ein Security-Mann und hat sozusagen einen Blick auf die Kinder und passt auf, dass da niemand reingeht, der da nicht reingehen soll. Und das fand ich irgendwie eine echt coole Idee und eine echt coole Sache, wo ich mir auch vorstellen kann, dass das da auch normal ist. Ich kenne es nicht von unseren Schulen. Gut, bei den Kindern, die bei mir in der Schule waren, da müsste man wahrscheinlich eher die Kinder alle rausschmeißen. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich dann immer gelesen, dass da gehustet wurde und gehustet und gehustet. Und das ist nämlich eine Sache, die ganz aktiv ist. Du kannst, oder die Zeus können ja auch krank werden und es können sich Grippen verteilen und besonders viel halt in der Schule und dadurch wird es dann zu Hause weiterverteilt, was ja auch total realistisch im echten Leben ist. Ja, nach der Schule, also ich habe gewartet und gewartet und habe mir da die total süßen Malereien auf dem Boden angeguckt und so weiter. Nach der Schule bin ich dann mit der Mausi einfach durch die Stadt gelaufen. Ich habe gedacht, ich will einfach mal ausprobieren, was alles möglich ist, also was ich mit ihr alles machen kann. Aber vor allem wollte ich auch extra lange wegbleiben von zu Hause, um zu gucken, ob ich vielleicht irgendwann einen Anruf kriege, ob ich irgendwann nach Hause gebeten werde. Also bin ich mit der Mausi einfach durch die Stadt. Da habe ich gesehen, dass wir eine Katze füttern können. Wir konnten in diesen Zelten uns reinsetzen, wobei ich das eher ein bisschen schade fand, weil sie wirkte eher so, als wenn sie in ihren jungen Jahren ihr Leben überdenkt, anstatt sich irgendwie zu freuen. Und dann haben wir uns die Musik angeguckt. Wir haben uns mit Leuten unterhalten, uns was zu essen aus dem Snackautomaten geholt. Und ich fand es einfach wieder faszinierend, wie viel und wie frech ein Kind in dem Spiel auch schon sein kann. Also was für Möglichkeiten es da gibt. Und dann bin ich einfach durch die Welt. Ich habe mir alles Mögliche angeguckt, die Fotospots ausgenutzt. Ich habe Dart gespielt. Ich konnte gemeinerweise vieles mit ihr nicht machen, was ich mit Kindern machen würde, weil sie mochte Musikspiel nicht, sie mochte Eis essen. Nicht. Also welches Kind mag denn kein Eis? Excuse me. So, das konnte ich immer daran sehen, dass dieses schwarze Herz daneben war. Daran wusste ich, okay, sie mag es nicht. Also habe ich alles mögliche andere gemacht, was sie dann hoffentlich mochte und habe gemalt, habe mir die Gegend angeguckt, habe auf einem Stuhl geschlafen, habe Keyboard gespielt, habe gesehen, wie Fische außerhalb des Wassers chillen und bin wirklich in Doborn von Stadtteil zu Stadtteil und habe mir alles angeguckt. Ich fand es echt cool, was man alles so machen konnte. Also es hat mich doch viel daran erinnert, was auch die Erwachsenen machen können. Also gerade auch am Tempel, da konntest du die Steine untersuchen, die Blumen untersuchen, du konntest dran riechen, du konntest die ganzen Fotospots benutzen, du konntest dir überall an jedem Automaten, konntest du dir Essen holen, Trinken holen und konntest die ganze Welt erkunden und ich wurde nicht einmal angesprochen. Also ich habe aktiv manchmal Leute angesprochen, aber ich konnte mich wirklich frei bewegen.
bewegen. Ich habe alle möglichen Stände ausprobiert. Ich habe mit in einer Sing-Session mitgemacht, wobei sie dann halt eher irgendwie eine Ansprache gehalten hat. Also ich war einfach aktiv überall unterwegs und habe mich ehrlich gesagt ziemlich stark so gefühlt, als wenn sie ein Erwachsener soll war. Und das Ende des Liedes war, dass sie irgendwann einfach nur noch total fertig unter einer Parkbank lang, total fertig auf der Bank saß, weil sie einfach müde war. Und ich habe mir gesagt, okay, ich möchte bis 12 Uhr nachts draußen sein, weil das ist ja so diese magische Grenze bei Insoy, wo die Zeit schneller läuft. Und es ist nichts passiert. Also es war wirklich so, ich bin einfach random durch die Gegend gelaufen. Es ist rein gar nichts passiert. Fand ich schade. Also ich hätte mir gewünscht, dass es mehr Vorsicht gibt. Gerade wenn man bedenkt, wie viel in dem Spiel schon bedacht wird auf Vorsicht und dieses Zwischenmenschliche. Und ich finde gerade ein Kind, das den ganzen Tag nicht nach Hause kommt und bis nachts da ist, sollte anders gemacht werden. Und da sind wir bei diesem Punkt, den ich ja schon gar nicht so krass formuliert habe in den Videos, weil ich habe in jedem Insoy-Video einfach nur mein Herz sprechen lassen. Für mich ist das Baumenü und der Erstelle einen Soy-Modus ist für mich fertig. Den kann man so auf den Markt bringen. Aber im Gameplay sind es einfach so mini kleine Stellschrauben, wo ich sage, Leute, da fehlt was. Da fehlt was. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Das wissen sie und das tun sie auch. Aber Leute, dieses Spiel ist, das ist so mein letzter Stand, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, 1 Jahr und 8 Monate in Entwicklung. In 1 Jahr und 8 Monaten ist das hier entstanden. Was passiert denn, wenn wir denen nochmal 1 Jahr und 8 Monate geben? Dann machen sie einfach noch ein Spiel obendrauf. Also das sind so die kleinen zwischenmenschlichen Dinge. Diese kleinen Stellschrauben, die sie im Nu bearbeitet haben, im Nu verändert haben. Ich finde es toll zu sehen an diesem Tag, dass ich wirklich aktiv auch nur das Kind spielen kann, die Welt entdecken kann, so, so viele Möglichkeiten und Aktionen haben kann, hätte ich nicht für möglich gehalten. Also ich hätte gedacht, dass vieles nicht geht. Aber das Kind kann sehr viel machen, wobei mein Kind halt wirklich special war, weil mein Kind ja gefühlt irgendwie 90% nicht mochte. Welches Kind mag kein Eis? Also bitte, was ist da los? Keine Ahnung, warum ich euch jetzt böse angucke. Ich möchte last but not least nochmal sagen, dieses Spiel ist noch in Entwicklung. Das heißt, alles, was ich euch jetzt gezeigt habe, kann sich noch verändern, wird sich vielleicht noch verändern. Ich habe immer wieder gemerkt, dass kleine Updates reinkamen und Dinge, die ich vorher konnte, auf einmal nicht mehr gingen oder anders gingen. Also all das ist ja ein nicht fertiges Produkt, was ich euch gezeigt habe. Ich wollte nur trotzdem in dem Video ein paar Dinge für euch ausprobieren, weil ihr euch das gewünscht habt. Wir haben in dem Insoy-Livestream, habe ich euch gefragt, welche Videos ihr euch noch wünschen würdet und dabei war halt, kannst du mal in der Sicht eines Kindes spielen. Euer Wunsch ist mir Befehl, habe ich gemacht. Habt Nachsicht mit mir, wenn ich in diesem Video noch nicht so auf dem Damm bin oder auch meine Stimme. Ich habe mir nach der Gamescom nämlich erstmal Corona eingefangen und bin gerade immer noch auf dem Weg der Besserung. Ja, falls ihr weitere Insoy-Videos sehen wollt, dann schaut doch mal da vorbei und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Fühlt euch im Ärmel, eure Rania. Ciao!